Der Uschte Tagore von Hermann Glibbel. Der Uschte Tagore, das war euch a Ding. Die rocht, wie ich nach der Schule ging. Kyle Scruser hat mich dazu verführt. Hätt ich bloß ne auf den Karren gehört. No, der große Kyle, das war euch einer. Die Albernheiten brucht da wie Kenner. Und Emo, da sei mir an Busch rausgegangen. Da das so sachte von Rauchen anfangen. Er meinte, das wären sich Männersachen. Da müsst man euch auch am Odriber machen. Und schon brucht er eine Zigarre dazu. Die Streichhölzer hat er auch dazu. Er guckt just im, ob's kund niemand sahen. Dann hat er mir die Zigarre gegeben. Behutzen, da hat er die Spitzen abzwicken und meinte, ich selbst muss ein Netz zertricken. Und nu wurden die Streichhölzer dran gehauen. Und schon dort war riechen wie der Aalen. Das heißt, ich krieg's gleich mein ersten Mosad, weil ich egal n Rauch verschlingen dort. Kyle Scruser meinte, du musst recht ziehen, danach war das Rauchen schon gehen. Und was dann ziehen und was dann probieren, dort ordentlichen Halt an Knien verlieren. Heiß und kalt lief man bis zum Uhren. Mir war da schrecklich leicht geworden. Jetzt musste ich da noch eins ins andere mal gegen. Ich docht, ich müsst wie ein Stücke Vieh verrecken. Da hab ich mich an Busche als Gras hingestrackt. Die halbe Zigarre hab ich eingestackt. Hat er keinen schwarzen Kaffee daheim. Meinte Kyle Scruser, da hilft wieder auf die Beine. Zum Obte, wie ich sagte, heimgeschlichen, da tat ich mich so gut wie's ging verkriechen. Kaffee hab ich getrunken und Harich hab ich gegessen. Dann hab ich noch ewig auf der Hütte gesessen. Ist dort nicht helfen, was ich konnt auch versuchen, zuletzt, da bin ich ans Bette gekrochen. Dann andern Morgen, noch heut denk ich zurücke, da beckt mich noch einmal das Unglück. Früh, eb ich an die Schule abrücken wollt, und da war das Luder Zigarre dran schuld. Die hat ich daheim an Hause verloren, und nu kriegt mich der Vater aber beim Uhren. Ich will's euch nicht erzählen, wie mir Stoder ging, aber die erste Zigarre, das war ich ein Ding. Und wenn da wollt mir drüber hören, da musst bis dann 10. November an die Turnhalle kommen, da reden wir einmal richtig. Tschüss, bis später.